Wenn Silver Moon durch den Führing schreitet, dann hat er die Aufmerksamkeit auf seiner Seite. Jetzt hat Edna Races ein Video veröffentlicht, in dem die einzigartigsten Rennpferde gekürt werden. Und das Indianerpferd aus dem Stadtwald hat es in diesem Ranking auf Platz 1 geschafft. Was auch beweist, dass Silver Moon längst nicht nur in Deutschland wahrgenommen wird. Patrick von de Vries. In bester Form präsentierte sich am Kölner After-Work-Renntag Adri de Vries, der mit Teddy Lee, Western Union und Ferro Sensation gleich drei Rennen für sich entscheiden konnte. Vor allem der Sieg auf Western Union war etwas ganz Besonderes, denn immerhin kam der It's Gino-Sohn aus 1,5 Jahren Pause. Potemkin ist heiß. Das erste Grupperennen der großen Woche, der Preis der Sparkassen-Finanzgruppe, wird am Samstag wohl einen heißen Favoriten haben. Potemkin aus dem Quartier von Andreas Wöhler steht in der Gunst der Buchmacher ganz weit oben und sein Betreuer blickt voller Zuversicht auf den Samstag. Was Andreas Wöhler zu sagen hat, lesen Sie in einem großen Interview der Sportweltausgabe 100.